Ungewohnte Eilmeldung zu später Stunde. Gerade eben wurden Björn Banane und Weichreiter TV attackiert am Cottbuser Tor in Berlin. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte es Ihnen sogar in den Chat geschrieben. Ich habe ihm einen Superchat gekauft, Weichreiter TV, und habe Sie gewarnt. Auf Twitter wurden Sie verfolgt von der örtlichen Antifa. Wenn man in Berlin live geht, muss man ein bisschen auf seine Sicherheit achten, vor allem wenn man aus dem alternativen Spektrum stammt. Ich habe dann auch mehrfach Beiträge in den Chat geschrieben, leider waren sie zu beschäftigt, um das zu lesen. Dann hat mich einer der Moderatoren darauf hingewiesen, ich solle nicht so viel spammen. Ich habe dann sogar die Twitter-Links von den ganzen Verfolgungsdingern hineingepostet und habe darum gebeten, dass man die Jungs anruft, dass sie ihre Sachen zusammenpacken. Wenn in Berlin getwittert wird mit dem tagesaktuellen Polizeidatum und dem Antifa-Alert, dann sollte jeder, der einen Stream hat, seinen Koffer packen und weggehen. Es ist passiert, was passieren musste. Sie wurden attackiert auf offener Straße. Den beiden geht es soweit ganz gut. Allerdings, sie wissen nicht mal, von wem sie attackiert wurden. Sie haben Pfefferspray abbekommen. Dann sind beide davongerannt. Ich habe hier ein paar Bilder für euch. Ist schon eine schöne Gegend hier. Eigentlich lohnt es sich hier wahrscheinlich mal, so irgendwie sich auf die Lauer zu legen. Fuck! Hilfe! 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 Pfefferspray! Wie ihr sehen könnt, eine Attacke aus dem Nichts heraus, aber man hat sie gewarnt, ich habe sie auch gewarnt. Leute, in Berlin könnt ihr nicht einfach live gehen, wie ihr das wollt. Das ist völliger Wahnsinn, wenn ihr meint, ihr könnt das. Weichreiter hat sich die ganze Zeit auch in die Hosen gemacht in dem Stream und zu Recht hat er sich in die Hosen gemacht. Leute, ihr müsst aufpassen. Und dann seid ihr an die dunkelste Ecke gegangen am Ende. Sorry, Leute. Ich habe euch versucht zu warnen. Ich habe es versucht über das Superfangs, weil ihr das immer vorlest. Vor allem du, Weichreiter, hat leider nicht funktioniert. Ich hoffe, euch geht es gut. Euer Equipment wird heil bleiben. Und wenn ihr das nächste Mal meint, ihr müsst in Berlin live gehen, dann ruft doch erstens mal an oder zweitens überlegt euch vorher, was ihr für eure Sicherheit tun könnt. Das war wirklich schlecht, Leute. Und also auf Twitter, habt ihr gesehen, wie viele Beiträge sie über euch haben? Sie haben euch regelrecht verfolgt. Ihr seid durch das Wespennest in Berlin gelaufen. Leute, da müsst ihr ein bisschen mehr nachdenken, ja? Aber Björn Banane, völlig Banane, muss man da mal sagen. Ich habe das durch Zufall geschaut, weil sie am Anfang im Görlitzer Park waren und ich den Görlitzer Park auch kenne. Und nein, sie mussten dann zum Cottbuser Tor und immer weiter und immer weiter. Und dann am Abschlussstatement, er wollte den Stream beenden, Björn Banane. Zack, zugeschlagen. Ich vermute mal, sie sind schon länger fußläufig verfolgt worden und haben jetzt zugeschlagen, wie der Stream hier geendet hat. Es ist einfach phänomenal. In Berlin können Streamer nicht mal mehr auf der offenen Straße herumlaufen, ohne attackiert zu werden. Das ist normal in Berlin-Kreuzberg, in Neukölln, in ganz Ost-Berlin, wo die Antifa zu Hause ist, wo die RAF jahrelang, jahrzehntelang unentdeckt einfach unter den Leuten wohnen konnte, gedeckt wurde von allen. Das sind die Verhältnisse dort. Das ist das Berlin 2024, Deutschland 2024. Und ich kann nochmal sagen, Jungs, ich hoffe, ihr macht diesen Fehler nie wieder. Ansonsten kann ich sagen, abonniert den Kanal, schaut auf X und Telegram vorbei, dann verpasst du keines meiner Videos. Auch nicht mal so eine kurze Eilmeldung zu später Stunde. Und damit ciao, bis bald und gute Nacht.